Ja, und Erhard Schärfer hat die Aussagen von heute Vormittag von einer Person ja schon zitiert, die eigentlich ja im Kanzleramt mitdiskutiert. Annalena Baerbock, die Außenministerin von den Grünen. Die ist aber mal eben kurz rüber in Berlin zum Energy Transition Dialogue, einer Veranstaltung, bei der über 2000 hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus 60 Ländern, also aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, zusammen diskutieren über die Energiewende. Annalena Baerbock hat aber dann doch auch was zum Koalitionsausschuss gesagt. Gerade hier, einige von Ihnen haben das vielleicht mitbekommen, tagt bei uns unser Koalitionsausschuss, so nennen wir das. Wir sind ja drei Fraktionen, Parteien bei uns in der Regierung, in einer leidenschaftlichen Debatte darüber, wie wir diese Sicherheitsfrage Klimaschutz in der Gesellschaft verantworten. Und es geht darum, dass die Heizungen in unseren Kellern und Sie, die aus Ländern kommen, wo es derzeit ein bisschen wärmer ist, die Heizung ist für uns eine Frage von Sicherheit, und zwar nicht nur im Winter, dass die Heizung immer funktioniert, aber eine Diskussion darüber, dass jede Heizung in jedem Keller in unserem Land ein Teil unserer zukünftigen Sicherheitsstruktur ist. Darum geht es bei uns. Und das löst auch bei uns kontroverse Debatten aus. Aber für uns als Bundesregierung ist klar, wenn wir nicht alle Aspekte, auch das Heizen in unseren Häusern zu Hause, bei unserer Sicherheitsfrage mitdenken, dann werden wir diese Jahrhundertaufgabe nicht angehen können. Und ich erwähne diese kleine Diskussion, bei manchen Schlagzeilen denkt man eine bisschen größere Diskussion, aber ich erwähne diese Diskussion, weil sie für uns auch noch mal deutlich macht, es gibt nicht diese One-Size-Fits-All-Lösung. Deswegen ist unser Verständnis von der Energiewende, sie in die Welt zu tragen, nicht zu sagen, hier ist unser deutsches Konzept, wie wir das gemacht haben, jetzt macht auch mal, sondern die Transformation, und das ist ja das Schöne und Gute daran, lebt von Innovation, lebt davon, auf die besonderen Herausforderungen besondere Antworten zu geben. Und das bedeutet, so wie wir das hier bei uns eben nur mit der Gesellschaft zusammen können, mit den unterschiedlichen Akteuren, gilt das auch weltweit. Wir werden die Klimakrise nur eindämmen können oder positiv formuliert, wir werden diese Jahrhundertaufgabe der Sicherheitstransformation nur schaffen können, wenn wir sie gemeinsam gehen.